Hier ist Wasser in der Nähe. Ich glaube, es ist links von mir, aber ich gucke jetzt trotzdem erstmal in die Richtung. Irgendwie verpissen sich die Zombies gerade. Wenn wir kaputt lachen, wenn es genau unter dir ist und du gräbst immer weiter und immer weiter. Oh Glück, uff, rein, alles rein. Oh. Holy shit, holy shit. Ah ja. Weiter gesagt, unter dir. Wieso das denn? Wieso da ist da Licht? Lava vielleicht? Das kann sein. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht ja doch. Will ich wissen? Ich weiß es nicht genau. Drück mal Escape bitte. Option. Grafikeinstellung. Und mach mal diese Helligkeit auf, genau. Weil dann weiß ich. Kann aber sein, dass man auf YouTube nicht mehr viel erkennt. Nee, die ganze Zeit hell zu haben ist auch scheiße. Ja, das war mir wahr. Ich hol jetzt erstmal. Mehr Fackeln, weil das irgendwie ein bisschen wenig sind hier. Hab ich mich eben erschrocken. Ohne Flachs. Ja, ich erschrecke mich bei allem und jedem, das ist normal. Bei Alma? Nee, ich erschrecke mich sogar, wenn manche Menschen hinter mir stehen. Echt? Ja, bei bestimmten Menschen ist das so. Da passieren solche Sachen. Ich weiß ja, aber natürlich kein. Haben wir Holz da liegen? Wir haben Schilder da liegen, das weiß ich. Wir haben natürlich keine Holz da liegen, das heißt, ich darf noch weiter latschen. Schön. Ja, die oben. Nee, es gibt so Menschen, die müssen nur hinter mir stehen, da renne ich schon schreiend weg. Ah, oh, wunderbar. Bretti! Das Gold kannst du da mal da lassen, bevor das da. Stimmt. Den Abgang macht. Das auch. Packe eine Truhe, da wird eh irgendwann zusammengesucht. Und ich denke mal, wir machen dann so Sachen, dass wir uns die Sachen teilen. Ja, weil sonst irgendwie unfair, einer sucht immer und ja, du suchst immer. Der andere gibt immer aus. Ja, ich finde das gut. Also nicht, dass das so klingt, als ob wir den anderen bestrafen wollen. Es ist halt nur mal so, ne? Ist halt fairer. Ja. Dass man nicht unbedingt seine Sachen mit verbraucht. La. La 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 la. Bei Sims muss ich das nochmal weiterspielen, ne? Dann können wir das auch irgendwann wieder bald Let's Playen. Mhm. Wieder machen, so wie wir sind. Ja. Ups. Hat sich auch gelohnt. Ja, da kommt jetzt keiner durch. Hoffentlich. Ich denke mal, die sind genau alle unter dir. Ich fühle mich hier irgendwie nicht wirklich wohl. Warte mal, warum? Ich muss mal unbedingt den Mod installieren, wo die Spinnen so Babygeschrei haben. Das macht nach einer Zeit wirklich wahnsinnig. Wo Gronkh da die Mülltonnenbabys draus gemacht hat? Ja, genau. Dieses Lachen und so und dieses. Alter, da kriegst du in einer Zeit eine Macke. Da fühlst du dich wie Gronkh, was er vorhin gesagt hat. Als ob du 4 Stunden gespielt hast und nicht eine. Wo er da gesagt hat, also nicht 4 das Game, sondern 4 Stunden. Ja. Obwohl 4 ist auch gar nicht so gruselig. Nee, finde ich auch. Das war aber schon lange. Hä? Das sage ich aber schon lange. Also der erste, der ist eigentlich nicht gruselig. Ich kann ansetzen. Was mich irgendwie nur stört, ich habe die eine Szene da sehr vermisst. Die mit dem, wo das gegen Schall ist. Ja. Ja, der hätte mich aber nicht erschrocken, weil ich schon kenne. Ja, ich auch, aber ich habe die gesucht und wir haben alles mitgenommen, ne? Wir haben wirklich alles mitgenommen. Die. Vielleicht war das auch ein Add-on davon, weil es gibt von 4 1 ein Add-on. Lass mal gucken, wenn man die Szene ist ja im Internet zu. Fuck! Die Szene ist ja auf YouTube zu finden, ob bei dem Video dann beisteht, ob es ein Add-on ist oder nicht. Ja. Ich würde ja wahrscheinlich dabei stehen. Hast du auch ein Schwert? Ach, hast du ja genommen, ne? Ja, witzig. Witzig. Feuerball.
Feierabends, wie nass duftig, kräftig, kräftig, hört sich gut. Ich wollte nicht Werbung machen, aber das muss doch mal sein. Pommersche mit guter Rauch. Naturgewürz, ja, das schmeckt man. Ja, ich weiß, ich guck zu viel Werbung. Ich habe gar keinen Fernseher angeschlossen bei mir und so weiter. Das steht nur auf dem Fernseher. Das hast du immer noch nicht gemacht? Wegen, du weißt schon weswegen? Hä? Was sag ich dir nachher? Warum hast du den Fernseher noch nicht angeschlossen? Kein Bock, braucht den ja auch nicht. Ich hab den nur für PlayStation im Zimmer. Ich würde mal, sag ich dir auch nachher, das hat hier jetzt nichts verloren im Game drin. Es gibt halt Grenzen. Und ich muss nachher bei meinem anderen Kanal erstmal eine zweite Ankündigung machen, dass ich jetzt das erste Minecraft-Video am 1. August hochlade. So. Ich hoffe, die kann ich dann auch einhalten. Nochmal. Das ist ja schlimm hier. Letztens hatte ich bei der Aufnahme, wo ich alleine Dings. Übrigens, wenn ich alleine rede, dann habe ich nie so welche niedrigen Pings. Das liegt ja auch daran, was man redet, ne? Ja, das ist, es ist ja so, also LTF meinte mal, wenn man mit zwei Leuten aufnimmt statt einer, ist die Datei bei eben doppelt so groß. Und irgendwie spackt das Spiel gerade extrem rum. Notfalls müssen wir gleich mal neu starten. Lohnt sich nicht. Nee, echt nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das demnächst wieder. Würde ich sagen. Und ihr dürft da gespannt sein, weil dann geht es nämlich um die Wurst. Dann geht es nämlich richtig weiter. Auch mit anderen Games. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Weil das, ja, eh das nichts wird ja hier nichts mehr, so wie es aussieht. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Bye und so und. Bei Screamfornien. Ciao. Welche Taste war das jetzt? Hä? Welche Taste war das jetzt? F9. F9. So, liebe Leute, weiter geht es mit Minecraft. Jupp. Okay, das ist ja da, wo ich da hingebildet bin. Genau. Gestern, wir nehmen jetzt die zwei Türme hintereinander auf. Ja, wie gesagt, wir wollen ja wieder mehr aktiv. Ja, doch, aktiv. Ja, genau. Da oben ist ja der Weiche. Ja, da ist er nicht. Aber ich habe da ja zugebaut, da kannst du mal gucken, wenn du willst, was hier da ist. Ja, da und. Aber Wasser, glaube ich. Ja, da oben muss hier irgendwo Wasser sein. Also. Ach ja, wir kamen ja von unten, ne? Oder kamen wir von oben? Von da kamen wir. Da. Du willst wieder hoch zu deinen Schienen, ne? Ja. Ja, Eisen. Ah, endlich. Das ist ja in meiner Höhle, da fällt mir gerade so. Lol. Bäume! Tree Power activated! Blub. Boom! Baummann schreitet zur Tat! Tree Power activated! Blub. Das nehmen wir wieder mal mit. Das kannst du mitnehmen. Das Redstone würde ich auch. Vielleicht kann man ja. Weizen kannst du auch. Weil wir haben ja noch Gold, was wir am Schmelzen machen. Wir können nämlich noch ein paar Power Rails machen. Wo ist denn das Geschmolz? In dem Einwand da, ne? In den DV-Portal. Ja, da war das. Die Frage ist jetzt nur, wie macht man jetzt Power Rails? Macht man das mit so einem Schalter oder? Nein. Also entweder Schalter oder, Redstone Torch. Die müssen eigentlich nur an sein, die Power Rails, ne? Hauptsache, sie kriegen Energie. Also Redstone Torch, irgendwas aktiviertes, also ein Schalter, einen Knopf würde ich nicht empfehlen, weil den Knopf kannst du nur ganz kurz aktivieren. Eine Pressure Plate geht. Also, wo man drauf drückt, ne? Alles, was irgendwie ein Signal aussendet. Das war schon wieder nicht. Ein Schaf ausgebüxt, oder wie? Ja, das ist ein Spawn. Ich hab genau auf den Spawn gebaut. Na toll. Na, ihr Dickies. Ja, euch meine ich nicht. Obwohl ihr genauso dick seid. So. So, jetzt gucken wir nochmal. Eisen haben wir gebrannt, kein Gold. Ist ein Gold zu wenig, um dann nochmal zu brennen. Also, aber können wir mal bei uns im Haus gucken, weil ich bin mir sicher, wir haben noch irgendwo Gold. Ja, in der Truhe wahrscheinlich. Brand hat immer ein bisschen nichts mehr. Na gut, können wir aber schnell brennen, so ist es ja nicht, ne? Ja, kannst du auch mal in die Truhe da gucken. Da ist noch Weizen drin. Okay. Das weiß ich. Nö. 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 Verdammt. Im mittleren war, glaube ich, irgendwo. Ne, da war es abgestürzt.
Scheiße. Oh, ein bisschen was machen. Ach, das funktioniert auch endlich mal wieder. Oh. Ja, versuch mal noch Bett drauf zu machen. Was ist denn das? Keine Ahnung, mach mal das höchste oder 4. Lernen. Verderber der Gliederfüße. Also mehr Schaden gegen Spinnen. Ah, das ist übrigens nur der Kleine, ne? Das ist übrigens nur der Kleine. Ja. Es gibt auch teilweise welche, wo der 30 Level auffahren muss. Ja. Da brauchst du aber Bücher gerade drumherum. Glaube. Ja, ist so. Verderber der Gliederfüße. Er hat gut gesagt. Und da können wir jetzt hier den Stein drinne brennen. Ja. Ja, wir hatten ja auch dunkel gestellt, da war ja was. Damit man das mal sehen kann. So, jetzt ist die Frage, ab wo wollen wir, zumindest ich, die Schiene jetzt beginnen? Das weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, ich meine, A, nicht mein Problem und B, nicht meine Sache. Ich würde sagen, hier oben können wir, oder zumindest kann ich ja mal sagen, könnte man anschubsen bis hier, dann könnte man ausrollen lassen. Ja, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht mit anschubsen machen, weil das ist irgendwie so. Ich baue jetzt auch erstmal mehr Schienen. Das war da. Ja, gut, Eisen haben wir ja und hohen Sticks sind nicht schwer. Auch wenn wir kein Holz haben, super. Aber wir haben doch hier Sticks. Ja, ist mir auch mal aufgefallen. Schiene ging noch mal so, ne? Ja, und ein Stick in der Mitte. Das war's schon. Nee, ein Stick. Ja, Redstone, wie komme ich denn auf Redstone? Dann können wir die erstmal verbraten. Ja. Machen wir mal. 2, 2, 2. Es gibt noch einer mehr. Wir können zwar noch mehr, aber wir machen erstmal so viele. Haben wir noch ein bisschen Eisen für irgendeinen Werkzeug. Ich denke mal. Ja, wir können ja auch mal. Wie sieht das Musik eigentlich aus? Weiß ich nicht. Machen wir mal auf 15. Ja, dürfte reichen. Wir spielen auf normal, wir sind so cool. Ach, Schwert, ne? Nein. Axt. Axt. Oder Spitzhacke? Ja. Ja, Spitzhacke. Weil das mache ich jetzt hier mal weg, mach dann wieder eine normale Wand hin. Mhm. Oder pass mal auf. Dann nochmal Diamant. Ja, wir haben ja auch Bahnhöfe, denke ich mir mal. Hier mache ich dann einen Bahnhof rein, da werde ich die Schiene dann irgendwie noch rein verlegen. Mhm. Oder hier ist so nah. Oh, da ist ja Platz. Ja, geht. Ist ja noch weiter dazwischen. Das ist mein Handy. Soll ich mal kurz das? Nee, brauchst du nicht. Du musst es nur finden. Ach ja, haben wir eigentlich einen Waggon? Ein was? Ein Waggon. Du hast Eisen. Kannst du einen Waggon bauen? Ja, das meine ich ja, aber wir müssen doch nicht unbedingt eigentlich einen bauen, wenn man. Na, einmal. Du weißt schon, wie ein Waggon geht? Nee. Doch! Weiß ich. Richtig. Wie ein Boot. Ich will mal gucken, wie weit man dann fährt, wenn man hier drauf ist. Da mach ich mir erstmal. Ich glaube, bis zum Ende kommst du. Da hinten? Wir hatten das ja schon mal ausprobiert. Das muss ich hier hinterher auch noch wegmachen, aber ich mache da erstmal so improvisorisch. Mhm. Dann dachte ich, hier ist es 2, 4 breit. Ach, das ist nicht, wo man in der Mitte fahren könnte. Na, du musst ja nichts 2 machen. Da reicht ja einer.